Es ist ein Paradox. Bei der Geburt ist die erste Frage, Junge oder Mädchen? Und danach wird so getan, als seien wir alle gleich. Und dies hat folgenreiche Konsequenzen für die Diagnose von Krankheiten und die Behandlung. Eigentlich ziemlich ungerecht, weil nämlich Therapien und Behandlungsstrategien unzureichend die individuellen Unterschiede berücksichtigen. Aufgrund des Geschlechts, und dabei meine ich nicht nur das binäre, sondern auch non-binäre Geschlechter, aufgrund des Alters, aufgrund sozioökonomischer Unterschiede oder Vorerkrankungen. Schmerzmittel wirken nicht bei allen gleich, weil Männer und Frauen ganz klare biologische Unterschiede aufweisen und jetzt nicht nur die primären Geschlechtsmerkmale, sondern auf der einen Seite der Hormonhaushalt bei Frauen ist sehr anders als von Männern mit den typisch weiblichen Geschlechtshormonen, aber auch mit der Variabilität und den Fluktuationen während des Monatszyklus und auch durch die Menopause und in der Postmenopause. Zum anderen verstoffwechseln Frauen typische Arzneistoffe anders als Männer, sehr oft viel langsamer. Das ist dem Körperbau geschuldet, nämlich einem normalerweise höheren Fettanteil oder auch einer langsameren Verstoffwechslung in der Leber. Und das kann dann zu Überdosierungen oder Unterdosierungen führen, welche dann Therapien nicht adäquat wirksam machen. Bei Schmerzen, gerade bei chronischen Schmerzen, von denen ja 20% der Bevölkerung betroffen sind, also man muss sich das vorstellen, das sind mehr als 1,5 Millionen Österreicher, die betroffen sind, ist es so, dass häufiger Frauen betroffen sind als Männer. Gerade bei bestimmten Schmerzformen, zum Beispiel bei der Migräne, bei Gallenstein, Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie. Für all diese Schmerzformen ist leider die Therapie basierend auf dem Standard Patientin. Und ich gendere hier extra nicht, weil nämlich der Standardpatient ein relativ junger Mann ist, an dem Therapieschemata erforscht wurden und entwickelt wurden. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass die dann bei Frauen aufgrund der verschiedenen Physiologie nicht adäquat wirken und eventuell sogar starke Nebenwirkungen hervorrufen, die dann lebensgefährlich werden können und auch den Therapieabbruch bewirken, was den Leidensdruck noch erhöht. Zum Beispiel das Standardschmerzmittel Paracetamol, das nämlich bei Frauen viel langsamer verstoffwechselt wird. Was bedeutet das? Frauen haben höhere Konzentrationen von Paracetamol im Blut, was nämlich zu einer potenziellen Toxizität führen kann. Und deswegen wurden allein schon in den Beipackzetteln Höchstdosis für Frauen limitiert. Ein sehr prägnantes Beispiel sind auch die typischen Begleiterkrankungen von chronischen Schmerzen, wie zum Beispiel die Depression aufgrund des hohen Leidensdrucks. Depressionen kommen ungefähr gleich häufig vor bei Männern und Frauen. Das Problem ist nur, dass die Diagnose der Depression beim Mann sehr viel schwieriger ist und häufig sehr viel später gestellt wird als bei der Frau. Warum? Weil sich nämlich die Symptome der Depression beim Mann sehr stark von den typischen Abgeschlagenheitssymptomen bei der Frau unterscheiden. Was wir im Grunde genommen brauchen, ist eine echte Gendermedizin. Das heißt, eine Medizin, die die verschiedenen individuellen Aspekte mit inkludiert. Und dafür braucht es eine repräsentative Verteilung der verschiedenen Altersgruppen und auch Geschlechter in der Forschung. Zum Beispiel in meinem Labor, wo wir an chronischen Schmerzen arbeiten, wir versuchen sowohl verschiedene Altersgruppen als auch Männer und Frauen in unseren Studien zu inkludieren, um hier Details der Unterschiede erforschen zu können. Was es natürlich auch braucht, ist adäquate Forschungsförderung. Und hier sind Politik und Fördergeber gefragt. Und auch sehr wichtig, die Ausbildung und der Wissenstransfer zu Gendermedizin und zu potenziellen Unterschieden, sowie die Sensibilisierung der Bevölkerung und jeglicher MitarbeiterInnen in den Gesundheitsberufen.